Ich würde sagen, bevor du mit mir redest, ziehst du erstmal deine Mütze runter, weil der Preis, der ist hoch. Hübi, hat dein Rickler einen Maxi-Pilz bekommen? Oh ja, ein Maxi-Pilz. Hahaha, wohl eher einen Mini-Pilz. Digga, was hast du mir da für ein Zeug verkauft? Dein Schild funktioniert nicht, ich zahle dir gar nichts. Ich zeig ihm, was die Bank mit Schulden dann macht. Moin Freunde, mein Name ist David mit einem Umlaut und willkommen zu einem neuen Part von Winnie Pooh, Tigers Honeyhunt oder auch Tigers Honigjagd? Je nachdem, wie man es nennen mag. Ich muss Beat jetzt leider immer angezogen lassen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass YouTube irgendwas dagegen hat. Dementsprechend, habe ich Beate Hübi erstmal weggenommen. Hübi hat ja momentan sowieso ein paar Probleme mit dem Honig. Von daher würde ich sagen, nicht lange rumschnacken und reingeht ins Game. Auf geht's! Ins dritte Level hinein. Oh. There, that should do it. Oh no, stop! Hallo, Rabbit, I'm Tigger. Also Tigger weiß zumindest nicht, wie man andere Leute behandelt. Junge, wie einfach auf ihn draufspringt, der hat gerade seine Karotten in die Hand genommen. Ugh, messy, isn't it? Ich find's richtig geil, wie er am Lispeln ist. Ja, der arme Hase, der sieht ja so überfordert mit uns aus. Bruder, zu real, Alter. Tschüss. Oh, wir haben Post. Die GEZ-Gebühren sind wieder da. Okay, die will ich eigentlich so. Ey, sind wir jetzt in der MTV Crip Hoods? Hello there, Rabbit. You wanna do something? Nein, warum will er mit allen bouncen? Let's play a bounce little game of Rabbit Says instead. If you win, I'll tell you a little secret about your bouncing tail. Bruder, ich will immer Gossip haben. Gossip ist immer gut. Mehr oder weniger. Oh, ich bin ready. Muss ich jetzt mit dem tanzen? Okay, hallo? Бам! Aber bevor wir weiterspielen, möchte ich mich an dieser Stelle erstmal für die Resonanz auf den ersten Part bedanken. Ich glaube, der erste Part ist inzwischen bei über 4000 Views und das ist ein Game aus dem Jahr 2000. Deswegen, holy macaroni, vielen lieben Dank an jeden Einzelnen da draußen. Also, ich glaube, ihr habt Bock auf das Projekt. Ich meine, das wird ja auch cool aufgezogen, von daher. Geht's weiter! In die Unendlichkeit! Und noch viel weiter! Okay, ich bin wieder ready. Also, wir müssen quasi tanzen wie Rabbit. Okay, jetzt müssen wir... Ich tanze mal mit. War das gut? Rabbit, war das gut? Ich habe genau das gedrückt, was er... Ach so, lol. Okay, die Kombination müssen wir uns merken. Die Kombination. Bam, Alter, ich bin gut. Erstmal ein Fortnite-Tanz. Ich habe Rabbit im Dance-Contest schon wieder abgezogen. Wie Sticker, die nicht mehr gebraucht werden. Okay, die dritte Runde im Just Dance-Battle mit Rabbit. Okay, erstmal rechts. Kann ich mir merken. Das ist ja kein Problem. Zack. Rabbit. Bam! Wir sind gerade, wie heißen nochmal diese Tanzfilme, diese übelst heftigen? Ah, denk nach, die gibt's auf Netflix und so. Ah, oh, ich komm nicht drauf. Oh Mann, oh. Okay, rechts unten, kann ich mir merken. Bam?
zu geil. Und einmal nach unten. Was ich auch voll cool fand, einige von euch haben das selber in der Kindheit bereits gespielt, das Game. Von daher ist das, glaube ich, für den ein oder anderen ein sehr nostalgisches Projekt, was im neuen Stile aufgezogen wird. So. Nein! Oh nein! Ich hab gar nicht aufgepasst. Scheibenkleister! Oh Mann, das wird kein zu Null Sieg. Schade, Marmelade. Okay, links, unten. Er macht wieder den Furz. Ja, und jetzt den Erschreckensound. Okay. So, rechts. Und einmal wieder unten. Dann haben wir ihn im Bouncen besiegt. I feel good. Did. Da haben wir Rabbit echt fertig gemacht. Er hatte keine Chance. When you need to leap over a large hole, keep pressing the button to flap your arms. This will help you float a little longer. Okay. Terrific. Thanks, Long Angel. Oder dieser Bizeps. Sheesh. Also ich glaube, wenn wir jetzt irgendwo Löcher haben, können wir länger fliegen. Ich glaube, das wollte uns Rabbit damit sagen. Naja, here we go. Oh, Ferkel! Ferkel kommt mit ins Spiel. Was geht? Oh, er kümmert sich auf jeden Fall schon mal um den Herbst. Wir waren vorhin mit Winnie Pooh im Frühling, jetzt sind wir einfach im Herbst. Whoops. But you see, it's been in the family a long time. It belonged to my grandfather. She called him T.W. That's even shorter. Diese Lache, wie geil! Okay, Tigger ist wieder in seiner Kampfpose bereit, um wieder ein bisschen Honig zu sammeln. Eule, was hast du jetzt für eine Mission für uns? Don't forget, you can now gain extra height while leaping. Simply press the button. Wie stolz er aussieht! Wie stolz er aussieht! Okay. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Das ist ja immer mega cool. Wir können jetzt halb fliegen. Achso, schaut mal, mit Anlaufen, wenn wir mehrmals die oh mein Gott. Okay. Jetzt habe ich den Bogen raus. Im ersten Moment habe ich nicht verstanden, was wir machen müssen, aber Tigger. Rinny, was bist du denn da? Rinny, wir helfen dir! Los geht's! Hallo, Tigger. It's a very blustery day, isn't it? I wonder what's causing all this wind. Junge, hier ist einfach ein Orkan. Wir sind in Amerika. Aber hey, wir, statt Rinny zu helfen, kümmern wir uns erstmal darum, den Honig für seine Party zu sammeln. Aua, das wollte ich nicht. Was bist du für eine riesige Biene im Hintergrund? Nein, 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 nein. Ey, das Spiel wird immer schwieriger. Wirklich, das Spiel ist einfach das Horrorprojekt auf diesem Kanal. Das ist irgendwie voll spooky. Ich weiß nicht warum. So, Tigger, flieg rüber. Ja, wow. Als ob wir gestorben sind. Wir sind really gestorben. Ah, schon wieder an derselben Stelle. Was ist das denn für ein gruseliges Ding? Zieht euch das mal rein! Was ist das da in der Dunkelheit? Das Spiel wird ungelogen immer schwieriger. Vor allem, da jetzt im Hintergrund einfach diese Elefantenbienen sind. Gab's die auch in der originalen Serie? Oh man, das ist echt schwieriger als Cuphead und alle anderen Jump'n'Run-Games, die ich jemals gespielt habe, gefühlt. Okay, Tigger, ganz vorsichtig, ne? Wir sind hier in irgendeinem riesigen Tornado, aber kein Grund zur Sorge. Wir chillen öfter mal in Tornados und das ist gar kein Problem, wie Apache sagen würde. Können wir da runter? Jawohl, wir haben erstmal ein Honiglager hier gefunden. Okidoki, was geht ab, kleiner Mann? My scarf blew away in the wind. Oh nein! Could you find it for me? Ich kann's probieren, kleiner Junge. Ich meine, wisst ihr? Dem kleinen Jungen helfe ich, aber unserem Homie, Winnie Pooh, der einfach weggeblasen worden ist. Dem helfen wir nicht, aber dem kleinen Jungen helfen wir ohne zu zögern? Was geht ab? Hallo, ist das hier unten? Ist es das? Ich glaube, das ist es, oder? Schaut mal, wir haben ihm seinen Schal wiedergebracht. Thank you, Tigger. Tiggers really are the best at finding things. Jawollo! Ey, ich glaube, ich sollte so ein Fundbüro eröffnen. Lost wie Fundsachen. Junge, die Biene legt das Land erstmal in Flammen. Was passiert hier eigentlich in diesem Game? Hier passieren sehr, sehr kuriose Dinge. Erstmal den Honey einsammeln auf dieser anderen Rüden-Basis. Nein! Das war dramatic. Das war anders dramatic. Wisst ihr, andere Menschen schauen Horrorfilme oder spielen Horrorspiele für den ultimativen Kick. Und wir spielen das. Let's see how many honeypots you've collected thus far on this level. Oh, my dear boy, you must collect more honeypots. Return to the forest and see if you can find some more. Digga, willst du mich komplett hops nehmen? Du Hund. Es ist keine Eule, es ist ein Hund.
Oh lol! Jetzt, hier war ein Secret Room. Hier war unten ein Secret Room. Deswegen hatte ich am Ende nicht genug, ne? Ah, okay. Ey, Freunde, wir spielen hier Winnie Pooh für das Jahr 2000, was im Jahr 2000 erschienen ist. Und ja, wir haben hier einfach Secrets. Wir haben hier einfach Secret Level. Das ist ja wie ein Jump'n'Run. Das ist wie ein Jump'n'Run-Game. Okay, wir sind wieder unterwegs und müssen scheinen und wir haben jetzt mehr als 70 Honigtöpfe. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir insgesamt? Let's see how many honeypots you've collected thus far on this level. I say, Tigger, good show. Jetzt können wir endlich in den Club rein, ohne Probleme. Naja, wir haben das nächste Level freigeschaltet und Freunde, an dieser Stelle würde ich schon fast sagen, dass wir uns das Level im nächsten Part... Oh, da brauchen wir sogar 75. Dass wir uns das Level im nächsten Part anschauen können. Ja, boah, Bruder, ich hatte gerade voll den Aussetzer. An dieser Stelle würde ich sagen, den Daumen nach oben natürlich nicht vergessen. Falls du neu auf diesem Channel bist und mehr von Winnie Pooh sehen möchtest, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.